So, da bin. Hallo, ich grüße euch von der Hof Bergmann. Ja, der Helfer ist noch auf Feld 10 bei den Sonnenblumen zugange und ich werde hier mal eben dieses Feld 5 düngen. Schauen wir mal. Ne? Also, nein. Quiekquack. Was mache ich denn hier? Hä? Hallo? Habe ich was am Brett? Ja. Hatte doch hier das GPS drin. Das war doch drin. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Unglaublich. Kaum ist die Aufnahme gestartet, geht die Gähnerei wieder los. Das muss am GPS, ja, am OBS. Kann anders gar nicht sein. Ach, ich könnte hier auch sofort. Ist ja Quatsch. Machen wir es auch sofort. Wo soll ich hier Vorgewende fahren? Ist ja Blödsinn. Ja. Genau. Aber die Rotze am Ballig, ich verstehe es nicht. Aber wir kriegen Winter. Ich merke es an der Nase. Und das ist Nippelalarm. Kalt, frisch. Was sagt das hier im Thermometer? 17 Grad haben wir gerade in der Hütte. Das ist nicht viel, ne? Oder ich anders ausgedrückt, das ist nicht unbedingt eine Wohlfühltemperatur, sagen wir das mal so. Aber der Ofen ist schon vorbereitet. Will ich den noch nicht anmachen, ich will Holz sparen. Weil auch das Brennholz ist ja teurer geworden. Ne? Ist ja nun mal so. Obwohl ich bezahle für einen Schüttraummeter Mischholz 77 ist. Ist doch Mischholz. Aber hatte diesmal nur. Moment, muss man eben gucken. Ich habe ja nicht. Buchenkaminholz. Reine Buche dieses Mal. Guck. Ups. 77 Euro pro Meter Schüttraummeter. 3,6 Meter habe ich gekriegt. 326 Euro. Dann schlag mich tot. Komme ich nicht weit mit. Ich muss im Dezember mit Sicherheit noch Neues haben. Anfang Dezember. Je nachdem, wie das Wetter mitspielt. Ne? Aber so wie das aussieht, sieht das nicht rosig aus. Oder anders gesagt, das wird noch ganz schön kühl werden jetzt die Tage. Oder die Tage sind ja eigentlich gar nicht so schlimm, die Nächte. Ne? Also ich verkrümel mich immer recht früh ins Bett unter die warme Decke, aber meine Göttergattin, die schläft ja den Tag über, sage ich mal. Weil die abends ihre Chemotabletten nimmt, dann kann die nachts nicht schlafen. Dann sitzt sie teilweise bis 3, 4 Uhr hier im Wohnzimmer und dann ist ja natürlich kalt, das ist klar.
Ja, es ist ein Teufelskreis. Ah, jetzt könnte man sagen, sollen sie Tabletten morgens nehmen, die Chemotabletten. Nee, das geht nicht, weil sie sich ja morgens so viel anderen Scheiß in die Birne knallen muss. Und das verträgt sich dann nicht. Man, hier ist sowieso viel schlechter, aber dann wäre es noch schlechter. Das ist ein Teufelskreis, da kannst du nichts mehr machen. Wir haben uns das in jungen Jahren auch anders gedacht. Mit dem Älterwerden, aber du hast ja keinen Einfluss drauf. Ne? Wenn du krank bist, bist du krank. Und du weißt ja nicht, machst auch keinen Kopf drüber, was später mal kommt. Ist auch gut so. Sonst könnte man das Leben ja gar nicht mehr genießen. Das Einzige, wo ich mich wirklich richtig stark drüber ärgere, dass ich Idiot kein Englisch gelernt habe. In der Schule, ja, das Schulenglisch war ja sowieso Palle, aber da war ich immer recht gut. Und ich habe es dann nach der Schule einfach nicht mehr gebraucht und habe es schüren lassen. Ne? Ich hätte da mich weiter befassen sollen. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns hieß das damals das Englischbuch Peter Pym and Billy Ball. Kannst natürlich mit dem normalen, wirklichen Englischen so nicht vergleichen, aber der sag mal so, der Grundstein war da, ne? Und hätte ich damals geahnt, was alles so auf uns zukommt, ja, hier mit Computer und allen Schnicki-Schnacki, ja, wäre Englisch schon sehr wichtig gewesen. Aber ich habe es halt verdrömmelt. Leider. Oh. Ne, man könnte dann auch mal ins Ausland fahren, weil Englisch wird ja fast überall gesprochen. Kann ja fast jeder. Im Ausland zumindest. Und hier mittlerweile in Deutschland, glaube ich, auch. Also im Englischen, oder mit Englisch, sage ich mal, kommst du ja eigentlich überall weiter. Ne, ich würde zum Beispiel unheimlich gerne mal nach Schweden fahren. Am liebsten mit dem Wohnmobil, ich glaube, das erwähnte es schon mal. Und dann wäre ich natürlich mit Englisch gut aufgehoben. Ja, ne? Das können die da alle. Ein paar können auch Deutsch, ja, stimmt. Aber ach, da habe ich doch auch noch Dünger stehen, ne? Hätte ich auch mal erst. Naja. Ja. Den muss ich mir abkoppeln, jetzt will ich doch mal eben schauen, wieso hat denn der kein GPS mehr? I don't know. Andersrum gesagt, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Aber das ist ja auch so ein Phänomen, das öfter mal auftritt, ne? Das ja konfigurieren. Lautstärke, tradala, tralali. 100 GPS, das kann ja nicht sein, ne? So. So. Große Spiegel, das stimmt doch alles. Alles da. Gut. Okay. Willkommen an Ihrem Feld. Ja, danke. Ich hab dich auch lieb. So, stellen wir den jetzt mal weg. So, kommt es wieder in den Stall. Mein Gutstag. Ja, ja. Ja, was ist da draußen los? Es bellt der Hund, es miaut die Katze, der Hund glaubt, der Hund kriegt was auf die Fratze. Eben gucken, was mein Helfer macht. Blondie, wir gucken mal eben. Um Jottens Willen, was ist das denn für ein Zickzack? Gar nicht weiter hingucken, nichts gut.
Nix, gut. Hier haben wir jetzt den. Was haben wir denn hier? Den 942. Ja, den nehmen wir jetzt. Wieso steige ich wieder aus? Bin ich doof? Bin ich blöd? Jo. Tür ist zu. Full Bohr. Hm? Was? Was hat er denn jetzt wieder für ein Problem hier? Kann doch nicht angehen. Also ehrlich, du. Manchmal. Oh, manchmal will er mich ärgern. Ich bitte jetzt da nicht zu kommentieren zu der Situation. Ich weiß, dass die blöd war. Selber schuld, könnte man auch sagen. Voll Honk. Ja, machen wir mal so. Ich weiß, ich bräuchte es nicht, aber ich mache das halt. Wo sind wir denn? Da nicht. Hä? Ich hab doch schon. Da ist er doch. Warum sagt er denn nichts? Hallo, 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 hallo. Passt sogar, guck mal. Wir klappen das Gerödel mal aus. Oh, ist fein. Dann senken wir das ab. Schalten den GPS ein. Was habe ich hier, meinen Tempomaten? Nee, nee. So, das kann ich auch so machen. Und vorwärts fahren wir sehr vom Vorteil und dann geht er los hier. Jetzt muss ich meine Luft fehlen, mein Luftfilter sitzt eben wieder. Ist die Luftfederung kaputt, der sackt immer ab. Hätte ich ja gerne, ne? So ein LKW-Sitz, richtig mit Luftfederung. Könnte man hier unten drunter so einen kleinen Druckbehälter bauen. Der braucht ja nicht viel. Mit dem Kompressor auffüllen und dann, ne? Schön luftgefederten Sitz, das wäre nicht schlecht. Also Fahrersitz, schön mit Armlehne. Da habe ich ja Jau dran, aber Rückenstütze. Ja, wenn ich dann noch eine 12 Volt Batterie drunter basteln würde, müsste man sogar auch die Sitzheizung dann aktivieren können. Müsste auf 12 Volt auch gehen. Mein LKW ist halt mal 24 Volt, aber das müsste der 12 Volt müsste gehen. Das wäre eine Nummer, ne? So irgendwie. Aber so ein Fahrersitz, der ist schweineteuer. Selbst gebraucht bezahlt so einen Haufen Geld dafür. Und wenn er billig ist, ist er verranzt. Das ist auch so. Ich habe mal bei meiner alten Firma nachgefragt, aber null Chance. Null Chance.
Aber nun gut, nun gut. Es ist halt wie es ist. Ja, und die Connection zu irgendeiner LKW-Werkstatt habe ich leider nicht. Ging damals höchstens über die Firma, die hätte ich halt machen können, aber da bin ich ja nun mal nicht mehr. Da war ich ja viel bei MAN. Vor allen Dingen, wie ich meine letzte Zugmaschine gekriegt habe, da habe ich die, wie lange habe ich die denn gehabt? Einen Monat? Ich glaube, einen Monat. Und dann habe ich wahnsinnige Probleme gekriegt. Da hatten wir, da war eine Leitung undicht von dem AdBlue. Warum auch immer, ob die Verschraubung, weil die Schelle, wo der Schlauch aufgesteckt wurde, auf der Pumpe, nicht richtig dicht war, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da so ein bisschen AdBlue ausgetreten. So über Tag immer so schön, wenn der Motor lief. Ja, und durch den Fahrtwind hat sich das dann unten unter den ganzen Kontakten und hast du nicht gesehen, schön verteilt. Und das Zeug kristallisiert ja, wenn das an die Luft kommt. Und das hat dann alles da unten so ein bisschen arg versaut und dann war meine ganze Elektrik im Arsch. Also ich kriegte, was heißt die ganze? Ein bestimmter Bereich, so muss ich sagen. Und kriegte dann immer eine bestimmte Fehlermeldung ins Display angezeigt. Und wenn die erschien, war auch meine Motorbremse finish. Funktionierte die nicht mehr. Und das war dann auch sehr unangenehm, wenn du so in Bayern rumgekurvt bist oder bist du zurückgekommen durch die Kasseler Berge und so, weil du dann keine Motorbremse hattest, du musstest alles mit der Fußbremse machen, da wir ja keine Retarder im Auto hatten, war dem Chef ja immer zu teuer. War das sehr, sehr schlecht. Und ich kann mich noch an einen Tag erinnern, wie gesagt, das Auto war noch nicht alt, 3-4 Wochen. Und dann komme ich auch über die Kasseler Berge und ja, hatte ich die Vorderachse, mit Vorderrädern, die Bremsen heiß, ne? Die waren, also das war alles richtig schon schön am Dampfen. Und da musste ich erstmal eine Notpause einlegen, damit das sich wieder abkühlt. Und dann ging das Drama los. Ich meine, das wäre auf einen Freitag gewesen. Und dann bin ich wieder nach Münster. Da war unsere nächste MAN-Werkstatt. Scania ist da oben auch, aber ja, MAN-Werkstatt. Und ja, da bin ich quasi eine Woche jeden Tag in der Werkstatt gewesen. Ne? Die haben das da rumgefummelt. Dann ging das 1-2 Stunden gut und da fing der Scheiß wieder von vorne an. Bis ich dann nach einer Woche, war ich wieder auf dem Freitag, war ich dann wieder da, morgens um 10 Uhr schon. Und dann kam der Verkaufsleiter runter und sagte, wenn wir das jetzt nicht, also heute nicht in den Griff kriegen, dann geht das Auto zurück und dann kriegst du einen anderen. Dann hätte ich einen neuen gekriegt. Nochmal einen neuen. Was ist denn jetzt hier so? Ja, und der Elektriker da in der Bude, der Mechatroniker, so heißt es ja so schön, die hatte die Faxen so dick, der hat sämtliche Kontakte im Sicherungskasten und überall unten unterm Fahrzeug, wo irgendwie was zusammengesteckt war, alles auseinandergerissen, alles mit der Drahtbürste gesäubert und mit Kontaktspray. Ja, und ab da war Feierabend, ne? Da hatte ich Ruhe, da lief alles. Das ist einfach durch dieses AdBlue gekommen, weil sich diese scheiß kleinen Kristalle und Körner, die sich da bilden, die haben sich überall reingesetzt. Und ja, da habe ich aber auch nochmal gut 5 Stunden in der Werkstatt gestanden. Ne? Die haben das Auto fertig gemacht, ich bin da nur morgens hingefahren. Dann kriegte ich da Kaffee, belegte Brötchen. Ja, mittags auch nochmal Brötchen, weil ja, nee, gar nicht wahr, mittags habe ich einen Gutschein gekriegt, genau gegenüber ist ein Autohof. Da durfte ich drüben im Autohof was essen gehen, so war das. Und ja, wie das dann nachmittags fertig war, das Auto, bin ich nur nach Hause hingefahren und fertig. Hab den Tag voll bezahlt gekriegt, besser geht's nicht. Ne? Und die haben eine schöne Lounge dabei bei MAN gehabt. Konntest du schön auf so feme Sofa oder Sessel setzen, Fernsehen gucken. Liefen natürlich auch Werbefilme von MAN, ist klar, so zwischendurch, logisch. Aber das stört ja nicht. Ja, ich wurde da gut versorgt. Mit Heiß- und Kaltgetränken. Also das war alles kein Problem. Und dann habe ich noch, was war das denn noch? Schreibblock, also so ein
Ja, so ein ganzes Set. Kugelschreiber, Schreibblock, weiß man nicht, was da drin war. Ein ordentliches Paket auf jeden Fall haben sie mir dann doch mitgegeben. Für mich als Fahrer, nicht für den Chef. Ne? Das war für mich. Ja, Jacke hatte ich ja vorher sowieso schon gehabt. Kriegst ja sowieso. Ne? Fahrerjacke, wenn du eine neue Zugmaschine kriegst, kriegst du auch eine Fahrerjacke. Und immer noch so ein kleines Werbegeschenk dazu. Das ist aber Pillepalle, ein Taschenmesser, ja, Kleinkram halt. Ne? Also ich weiß noch, wie ich die erste Zugmaschine geholt habe. Die habe ich doch in München geholt. Da sind wir von Dortmund aus mit dem Flugzeug nach München geflogen. Alles auf Firmenkosten, versteht sich. Und da gab es damals einen Walkman. Was war denn noch? Eine Straßenatlas. Straßenkarte halt, ne? War ja zu der Zeit für Lkw-Fahrer auch noch ganz wichtig, weil Navi gab es ja noch nicht. Und Straßenatlas und ein Walkman. Den habe ich sogar noch, den Walkman. Schwarzen Walkman mit MAN-Aufdruck. Den besitze ich noch. Der funktioniert auch noch. Nur leider ist er mit den meisten Kassetten, die man so hat, leiern ja mittlerweile, ne? Nicht alle, aber einige. Aber ich habe sie noch. Ich habe auch noch jede Menge Kassetten, irgendwie 70 Stück oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe auch noch für die Stereoanlage ein Doppelkassettendeck. Habe ich auch noch. Funktioniert auch noch. Ja, Plattenspieler sowieso, habe ich insgesamt, ich glaube, 5 Stück. 2 davon sind aber nur aufgebaut. Nur leider komme ich momentan nicht dran. So mit Mischpult und ach, ich habe auch einen Schickimicki Doppel-CD-Player und also so ein Quatsch. Aber komme ich auch nicht zu. Ich müsste die ganze Ecke da unten, steht alles im Wintergarten. Und der Wintergarten ist seit ein paar Jahren mehr oder weniger nur eine Abstellkammer. Das ist alles zugebaggert, da kommt es halt nichts mehr dran. Eigentlich schade, aber. Mal gucken. Mal gucken, wie sich das so im nächsten Jahr alles entwickelt. Es sind ja einige Sachen geplant. Gucken, wie ich das alles so realisieren kann und dann komme ich eventuell auch wieder da dran. Mal schauen. Und, was ist los? Wir haben schon wieder über Minuten. Ich werde wahnsinnig. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier Schluss. Den Rest mache ich ohne euch hier geflüchtet, gefertigt und gedingstet. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich mal so sagen. Und ja, macht nichts, was ich auch machen würde. Bye bye, macht's gut, schönen Tag euch gewünscht, tschüss.